Wir sitzen nicht, wir kleben nicht, wir stehen, weil wir für das gerade stehen können und wollen, was wir machen. Wir stehen hier und können nicht anders. Wir streiken nicht, wir demonstrieren. Wir demonstrieren und können nicht anders. Es ist interessant, dass ausgerechnet die selbsternannten Basisdemokraten in Ministerämtern damit ein Problem haben und reflexartig von Umsturzfantasien schwadronieren, sobald ihnen mit Demos auf die Finger geklopft wird. Wir demonstrieren und können nicht anders. Wenig zimperlich legt hingegen unsere Regierung die eigene moralische Überhöhung mit Fingerzeig aus. Und wenn wir Land- und Forstwirte jetzt angeblich rechts sein sollen, so ist es demnächst der ganze Mittelstand in Deutschland. Und der Mittelstand sollte an der Stelle sich klar machen, dass die Frage des Eigentums, wenn sie einmal zu unseren Lasten bei den Bauern geklärt ist, demnächst beim Mittelstand genauso geklärt wird. Diese Ignoranz gegenüber den Realitäten, die wir bei dieser Bundesregierung erleben, wundert nicht. Denn wenn wir uns vorstellen, dass zum Beispiel Wolfskrankenwagen statt Krankenhäusern im ländlichen Raum gewollt sind, Wolfsbeauftragte statt Pflegepersonal, Paläste für das Umweltbundesamt statt Krankenhäusern, Baumflüsterer wie der Wohlleben statt Forstfachleute, Genderdiskussionen statt der Weltwirtschaftslage Beachtung geschenkt wird, Wokeness statt harter Arbeit gewollt ist und Politikerkarrieren statt dem Wohl der Bevölkerung mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird als dem, was es uns angeht, dann ist doch wirklich was verkehrt in diesem Land. Was hat das alles mit Realität zu tun? Und wie wollen die bitte regieren? Also demonstrieren wir, denn wir sind tagtäglich gefordert, egal wie das Wetter ist, so zu wirtschaften, dass uns die Banken die Luft nicht abdrehen, unsere Tiere satt sind, unsere Äcker bestellt sind und unsere Wälder im Klimawandel bestehen bleiben. Das, was wir machen und das, was ich gerade gesagt habe, gilt nicht nur bei jedem Wetter, jeder Verwerfung an den Weltmärkten, jeder Regierung, sogar bei Corona und sogar und gerade auch während dieses Ukraine-Krieges. Wir haben im Gegensatz zu dieser Bundesregierung kein Problem mit unserer Verfassung. Wir brauchen bei all dem kein Bundesverfassungsgericht, das uns erinnert, dass wir mit und in unserer Gesellschaft zu wirtschaften haben. Zu wirtschaften haben mit dem Geld, was da ist. Nicht mehr und nicht weniger. Machen wir es anders, sind wir nicht so, nur sofort erledigt. Wir haften persönlich. So wie wir nun bei jedem Wetter arbeiten, würde man erwarten, dass eine Regierung bei jeder Lage zu regieren weiß. Regieren heißt nämlich, dass man nötigenfalls andere Prioritäten setzt, wenn die Weltlage das mit sich bringt. Zu was aber führt so eine Lage bei der aktuellen Regierung und ihren Politikern? Naja, zu einer Apfelstörung. Ich habe in Vorbereitung dieser Demo mal den Begriff Apfelstörung gegoogelt und fand dabei Folgendes. Die Stadt Leipzig schreibt dazu, Ampelstörung melden. Sollten Sie eine Störung, einen Ausfall oder defekte Anbauteile einer Ampel feststellen, dann senden Sie uns bitte eine Nachricht. Durch eine genaue und schnelle Meldung eines Defektes ist eine kürzere Reaktionszeit für die Schadensbehebung möglich. Wir melden heute Deutschland eine Ampelstörung. Eine Ampelstörung, die wir uns nicht leisten können. Der jetzt
jetzigen Zustand der Bundesregierung ist einfach indiskutabel. Es ist die mit Abstand, riesigem Abstand, schlechteste Regierung, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg je hatten. Alle, und das sind alle hier auf dem Platz, die Wirtschaft und erst recht Land- und Forstwirtschaft machen, haben mit dieser Regierung überhaupt keine Planungssicherheit mehr. Niemand von uns kann verlässlich in die Zukunft planen. Ob Heizungsenergiegesetz, Agrardiesel, Kfz-Steuer, Klimageld oder Sondervermögen, wie man heutzutage die Schulden nennt, ist es ein ständiges Hin- und Her-Tühlen, ein absolutes Chaos. Bei größtmöglicher Ignoranz, nicht nur gegenüber dem Menschen, sondern auch gegenüber unserem Grundgesetz. Und nur deshalb hat diese Regierung vom Bundesverfassungsgericht aber so richtig auf die Finger geschlagen bekommen. Dass diese Regierung ein Problem mit unserem Grundgesetz hat, sieht man aber auch an einer ganz anderen Stelle. Diese eskalierenden Stilllegungsfantasien für Wald und Land, das ist unglaublich. Man legt das Eigentum von Menschen einfach mal soeben still. Das Ergebnis können wir sehen. Die Wälder sehen zum Kotzen aus. Wer oben am Brocken ist, sieht kahl Landschaften, die der Naturschutz verbockt hat. Wer in den Hainich geht, in Thüringen, sieht kollabierende Buchenbestände. Und in jedem Nationalpark werden die Waldwege und die Besucherwege zurückgebaut und die Eigentümer dürfen nicht mehr in die Flächen ohne weiteres rein. Das ist doch völlig irre. Wo sind wir eigentlich? Und die Konsequenz daraus kennen wir alle. Die Konsequenz daraus ist Turboproduktion im Ausland ohne unsere hohen deutschen Standards. Ohne unsere hohen Standards bei Umwelt, ohne unsere Standards bei Arbeitssicherheit, ohne unsere Standards bei Tierwohl und ohne unsere Standards zur Nachhaltigkeit. Das ist indiskutabel. Dieser grüne Spuk muss aufhören. Und wisst ihr, wie die Grünen das nennen? Die Grünen nennen das pragmatischen Idealismus. Pragmatischen Idealismus. Die Bauern in Sachsen freuen sich. Die haben bis heute nicht die Förderung bis für 2023 bekommen. Das ist doch unglaublich. Es ist eine deutschlandweit eine Deindustrialisierung im Gange. Und das hat nichts mit den weltweiten Trends zu tun, sondern ganz besonders mit dieser Regierung. Einer Regierung, die die Bürger für unbegrenzt tributpflichtig hält, wenn es um den letztlich sozialistischen Umbau der Gesellschaft geht, nicht mehr und nicht weniger. Während die Industrie einfach Deutschland den Rücken kehrt und schon jetzt ein Viertel der Investitionen für die nächsten 10 bis 20 Jahre im Ausland stattfinden, was bisher so nie der Fall war, sind wir immobil. Wir können und wir wollen auch nicht eben mal weg. Und wir sind auch nicht eben mal morgen mehr aus dem Amt. Wir bleiben in Deutschland. Und wir sind Demokraten. Wir brauchen den Dialog. Dazu braucht man erstmal Dialogbereitschaft. Und jetzt sage ich Ihnen was. Ich bin Franzzeil. Ich habe 15 Jahre im Verband vorgestanden. In den 15 Jahren ist mir nicht ein einziger Fall bekannt, wo die Grünen von sich aus mit uns das Gespräch gesucht hätten nach dem Motto, was für Ideen habt ihr denn? Wie können wir es denn machen? Nicht ein einziger Fall. Wir aber brauchen Dialogbereitschaft und Augenhöhe mit der Politik. Und wenn die Politik das nicht tut, dann ist sie nicht demokratiefähig. Das ist der Punkt. Es geht um unsere Freiheit. Es geht um unser Eigentum. Denn wir stehen für und sind gelebte Nachhaltigkeit, nicht diese Ampel. Die Ampel ist das Gegenteil von nachhaltig. Nachhaltigkeit bedeutet Soziales, also die Gesellschaft, Ökologisches und die Wirtschaft unter einen Hut zu bringen, im Rahmen des bestmöglichen Kompromisses. Das ist Nachhaltigkeit. Das macht und die kann die Ampel nicht. Und sie wird es niemals, niemals können.
denn ihr fehlen dazu zwei Voraussetzungen: Kompetenz und Verantwortung. Dilettanten ohne Berufsabschluss und ohne Berufserfahrung ernstzunehmender Art, wie unsere neue Ernährungsberaterin, die Bundesvorsitzende der Grünen oder der Generalsekretär ohne Abschluss der SPD, sind die Fachkräfte, die diese Ampel vorzuweisen hat. Solche Leute sind schlimmer als die schlimmste Realsatire. Diese Person und viele andere mehr fehlt jedes, aber auch jedes Einschätzungsvermögen für gelebte Nachhaltigkeit. Sie sind weder in der Lage, noch wollen sie die Kosten und Folgen ihres politischen Handelns abschätzen. Diese Folgen sind ihnen schlicht egal. Noch wollen und können sie ernstzunehmend den Generationenvertrag leben. Diesen Vertrag, der uns hier auf dem Platz alle so auszeichnet. Wir wollen den Vertrag zwischen den Generationen. Wie sollen diese Leute das auch können? Diese Personen sind im negativsten Sinne des Wortes nur Berufspolitiker. Berufspolitiker und negativ deshalb, weil sie unter anderem auch uns alle unter pädagogische Betreuung stellen wollen. In zum Beispiel Ernährungsfragen, Autofragen, Lebensfragen, Essgewohnheiten und so weiter und so fort. Sie kennen den eigenverantwortlich sozial handelnden und mündigen Bürger nicht. Solche Berufspolitiker haben weder zur Wirtschaft noch zur Nachhaltigkeit ein Verhältnis, geschweige das nötige Verständnis und die Kenntnisse. Diese mangelhafte Qualifikation, um nicht zu sagen, nicht vorhandene Qualifikation zu vieler unserer Politiker, ist schädlich für unser Heimatland. Diese mangelhafte Qualifikation ist nicht nur uns, sondern letztlich keinem qualifizierten Arbeitnehmer oder keinem qualifizierten Arbeitgeber zu vermitteln. Es reicht eben nicht aus, dass man sich in Parteiämter hochgesessen und gedient hat. Uns fehlen qualifizierte Ansprechpartner. Das gilt für alle Agrar- und Forst- und ebenso Wirtschaftsthemen. Uns fehlen aber auch, das ist mindestens genauso wichtig, ethisch, moralisch, einwandfreie und korrekte Ansprechpartner. Während sich die Grünen und weite Teile ihrer Anhänger beim G8-Gipfel in Hamburg, in Wackersdorf, Lützerath und Gorleben, bei der Startbahn West, dort gab es Tote, und anderen Gelegenheiten mit Straftätern solidarisiert haben und Teilen sympathisiert haben, ist dies bei uns, den hier heute Protestierenden, noch nie der Fall gewesen. Wir sind Familienbetriebe. Wir denken und arbeiten in und mit Generationen. Das geht nur mit Rücksicht auf alte, junge, aktuelle, vergangene und kommende Generationen. Wir geben weiter, was wir erarbeitet und ererbt haben. Die Ampel hingegen, sie stellt ab, sie legt still und denkt in Ideologie. Nur mit Rücksicht auf die Optionen für die politischen Karrieren ihrer Akteure. Und damit komme ich zu dem Vorfall mit Herrn Habeck an der Fähre. Herr Habeck, der Empörte mit seinem Freund Cem, hat sich bei Gorleben, Wackersdorf, G8 oder Lützerath derer, die da Krakeet und Randale gemacht haben, regelrecht bedient. Dort haben sogenannte grüne und linke Aktivisten, so nennt man das heutzutage, bei stillschweigender Billigung ganzer Parteikader massiv Recht und Gesetz verletzt, weil angeblich ihr Zweck ihre Mittel rechtfertigt. Wenn der Vorfall Habeck jetzt missbraucht wird, uns als rechtsextrem abzutun, sagt dies alles, wirklich alles, über die Politiker von SPD, FDP und Grünen und den ein oder anderen Journalisten aus, die so agieren. Es ist eine Riesenschweinerei. Ich kenne keinen einzigen Rechtsextremen bei den Leuten, die hier heute gesprochen oder diese Veranstaltung vorbereitet haben. Nicht einen einzigen.
Und nicht nur ich distanziere mich von Rechtsextremen. Wir wissen, was das bedeutet. Die AfD ist auch keine Lösung von uns. Wer in das Parteiprogramm reinguckt, der weiß, was da drin steht. Wir wissen, dass das nicht geht. Wir bestehen auf dem Generationenvertrag. Und wir bestehen darauf, dass dieser in diesem Land weitergelebt wird. Genau das will aber die Ampel nicht. Sie will zum Beispiel mit der vorgesehenen Novelle des Bundeswaldgesetzes, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die Eigentümer zu Straftätern stigmatisieren. Zu Straftätern. Der Eigentümer wird zum Straftäter auf seinem eigenen Grund und Boden. Das ist die Ampel. Nachwachsende Rohstoffe und Ernährungssicherheit setzt sie aufs Spiel, indem sie Natur wie ein Museum sieht und behandelt. Die Natur ist kein Museum. So wie die Ampel das Ende von mittlerweile 3.100 Berufsschäfern in diesem Land in Kauf genommen hat. Den Jungs, die für die Artenvielfalt und den Artenschutz in diesem Land so viel bedeuten. Wir haben noch ganze 900 Berufsschäfer in Deutschland. Und für was das alles? Für den lieben Wolf. Wissen Sie, warum die das mit dem Wolf gemacht haben? Ich sag's Ihnen einfach mal. Der Wolf ist das einzige Tier, was Eigentumsgrenzen nicht nur nicht kennt, sondern bei größter Reichweite überall das Eigentum eines jeden Bauern in Frage stellen kann. Deswegen wird der Wolf geschützt. Nur deswegen. Und das Perfideste dabei ist, dass dabei von diesen Kadetten Europa in Frage gestellt wird. Europa ist immer das Alibi für jede Missetat, die sie sich ausgedacht haben. Als wenn in Brüssel die Ampel keine Stimme gehabt hätte. Wer hat denn die Bolzen hintenrum in Brüssel gedreht? Das waren Steffi Lemke und Cem Özdemir. So ist es doch gelaufen. Liebe Kollegen und Mitstreiter, der Agrardiesel ist der Punkt, der das viel zu volle Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ursächlich für unseren Protest ist was ganz anderes. Ursächlich für unseren Protest ist das planwirtschaftlich anmutende Ökomonopoly, was die Ampel und besonders Grüne und SPD seit Jahren mit uns spielen. Wir machen das nicht mehr mit. Unser Acker ist nicht die verhökernde Parkstraße und unser Wald ist nicht die Schlossallee, an der sich diese Gestalten samt NGOs mal eben vergreifen dürfen. Die anständig und hart arbeitenden Menschen mit qualifizierter Ausbildung in Deutschland sind nicht weiter bereit, diesem verantwortungslosen Treiben und diesem NGO-Ablasshandel weiter zuzusehen. Bei der Gelegenheit einen kurzen Satz noch zu den NGOs. NGO heißt ja nicht Regierungsorganisation. Organisationen, die die Bolzen in die Regierung eintragen. Sie sind doch längst Regierungsorganisationen! Deshalb sagen wir der Ampel, wir wollen zurück zur verantwortlicher, dem Grundgesetz unterliegender Politik. Wir wollen zurück zum gelebten Vertrag zwischen den Generationen. Wir wollen zurück zu echter Nachhaltigkeit. Wir wollen weiter mit seriös geführten Familienbetrieben. Wir wollen weiter mit qualifizierten und seriösen Politikern. Hin zu einem sozialen Miteinander im ländlichen Raum, in unserem Land, für alle, die mitmachen, statt nur mitzunehmen. Wir wollen eine politische Klasse, die haushalten kann und sich nicht von uns aushalten lässt. Wir wollen Licht an für freie und selbstverantwortliche Land- und Forstwirte, Wirtschafter und Eigentümer, die sich nicht nach Belieben aus Ämtern und ihrer Verantwortung stehlen können. Wir lieben unser Land. Wir lieben unsere Heimat. Wir sind keine Hasardeure.
die für politische Experimente oder die eigene Karriere in gelebter Ideologie weder Freund noch Feind kennen, geschweige respektvoll mit ihren Mitmenschen umgehen. Unser Land braucht Fachleute und nicht Dilettanten sowie Bürokratiefreunde, wie sie zum Beispiel das Bundesumweltministerium zusammen mit dem Umweltbundesamt in Mengen hervorbringt. Unser Land braucht nicht die Menschen, die sich selbst ein Wohlleben, dem Land aber kein dauerhaftes Überleben gewähren. Unser Land braucht eigenverantwortlich sozial handelnde Unternehmer. Deswegen zurück zu den Werten unseres Grundgesetzes und besonders zum Gebot der Verhältnismäßigkeit. Für all das steht unser Protest und dafür und für unser Land sind wir zu haben und verantwortlich. Und das zu fordern ist in diesem, unserem demokratischen Rechtsstaat, nicht nur unser Recht, sondern unsere Pflicht. Sonst wird dieses wunderbare Land untergehen. Das ist sicher. Und deswegen schließe ich mit dem Satz: Schluss dieser dauernden Ampel-Fehlfunktion!